Liebe Liz Howard, ich freue mich, dass du heute dabei bist beim Befreiungskongress 2016. Aha. Ich danke Dankeschön dir für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist in Denver geboren. Denver, Colorado, ja, yeah, stimmt. Hast lange Zeit in New Orleans gelebt und lebst aber jetzt schon seit über 20 Jahren in München. Ja, in Bayern. In Bayern, genau. Du bist eine sehr erfolgreiche Gospel-, Blues- und Jazz-Sängerin. Ich würde sagen, ich bin eine sehr erfolgreiche, wenn ich das sagen darf, Keynote-Sängerin. Kino. Also ich habe Jazz und alle diese Sachen gelernt, aber ich bin eigentlich vom Beruf hier, bin ich Keynote-Sängerin. Ah, Keynote. Keynote, ja. Jetzt, ja. Alte musikalische Vorträge. Ich muss die Brille putzen, damit ich dich gut sehen kann. Ja, genau. Du hast neben dem Singen, neben deiner Leidenschaft fürs Singen, hast du auch deine Leidenschaft fürs Coaching entdeckt. Genau. Das interessiert mich natürlich sehr. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich habe in einem Video von dir gesehen, jetzt mal noch an den Anfang, dass du, deine Mutter wollte, dass du Flugbegleiterin werden solltest. Und du hast dich nicht getraut, ihr zu sagen, dass du singen willst. Erzähl mal ein bisschen deinen Weg. Ja. Yeah. Oh, du wirst es hören. Okay, es ist einfach, ich glaube, jede Eltern oder unsere Eltern haben immer Pläne für unsere Zukunft. Aber ich glaube, jede Seele, die auf die Erde kommt, ist eigentlich, ist es schon in die Seele gestampelt. Dieses Kind soll Clown sein, dieses Kind soll Mama sein, dieses Kind soll das oder jenes sein. Und die Eltern sind oft nicht bereit, diese Gabe, das wir bekommen haben, das wir mitgebracht haben, zu akzeptieren. Und es war genauso, es war das mit meiner Mutter. Die wollte unbedingt, dass ich für eine Fluggesellschaft arbeite, damit sie überall fliegen könnte und sonst. Aber was sie nicht gewusst hätte, ist, wenn sie mir einfach oder wenn ich das gesagt hätte, das war meine erste Fehler, dass ich mich nicht getraut habe, meine Mutter das zu sagen. Und zweitens ist es, wir müssen akzeptieren, was unsere Kinder für eine Gabe haben. Und wenn wir das ziemlich früh erkennen können und Unterstützung, dann brauchen wir keine Sorge, weil das Kind wird auf jeden Fall seine Gehalt oder seine Geld verdienen. Definitiv. Aber wir müssen es oft akzeptieren. Und das ist ziemlich hart, weil die meisten Muttern oder Vätern möchten, dass das Kind studiert hat und was Gescheites gelernt hat. Gell? Und es ist manchmal nicht so. Und es war genauso in meinem Fall, weil als Kind habe ich immer gesehen oder gefühlt und habe immer visualisiert, dass ich wird für ein ganz großes Publikum meine Stimme benutzen. Und einfach die Mut zu nehmen und dieses Gabe zu verfolgen, hat Schmerzen gekostet, aber trotzdem, es war irgendwas, der immer gesagt, nicht aufgeben. Immer eine Flüster, gesagt, mach weiter, mach weiter, mach weiter, weil wir haben dich. Wir unterstützen dich. Und wenn du uns nur vertraust, dann kannst du hingehen und Spaß haben. And then I did it! Dann kann man sagen, dass du einen Befreiungsweg gegangen bist im Prinzip. Genau, absolut. Aber man muss oder soll diese kleine Stimme immer zuhören. Und wie kann man diese kleine Stimme hören? In die Natur gehen, spazieren gehen, meditieren, manchmal Sport, irgendwas. Aber diese kleine Stimme probiert uns immer zu kontaktieren und sagen oder uns führen, wo wir hingehen sollen. Und wenn wir das einfach zuhören und nicht ignorieren, ich habe gemerkt, wenn ich das tue, dann habe ich angefangen, weniger Fehler in mein Leben reinzubringen, sondern es geht bergauf. Und was hat dich zum Coaching gebracht, neben dem Singen?
Ich habe, früher hatte ich meine Band und es war toll. Ich habe die Nightclubs gespielt, Nachtcafé, Bayerischer Hof, die Galas und alle diese Sachen habe ich mitgemacht. Und es war toll, es war wirklich toll. Ich hatte viel Spaß, auch mit der Band, auch mit den Musikern zusammen. Aber irgendwann hat es mir genervt, erstens, dass die Leute meistens sehr besoffen waren und es ist okay zu feiern, aber und die wollten immer dich an dich küssen und so, und yeah, you can say you to me und am nächsten Tag zum Frühstück habe ich genau diese Leute gesehen und hi, wie gehst du denn so? Und dann waren sie immer geschockt, dass ich du benutzt habe, obwohl die mir das an dem vorigen Abend angeboten haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, es macht Spaß, ich lerne sehr viel, aber das kann nicht alles sein. Irgendwas fehlt mir noch. Und dann habe ich diese Flüster bekommen und die haben gesagt, ja, es fehlt dir was, weil du bist eigentlich, du bist eine Krankenschwester für die Stimme. Okay? Und deine Gabe ist nicht nur, deine Stimme mit anderen zu teilen, sondern andere Leute zu helfen, ihre eigene Stimme entfalten zu lassen, mit Liebe und Spaß und so weiter. Und übrigens, ich mag kein Coachings mehr. Mit Liz hat man Playdates. Playdates, das yeah. ist klasse. Ja, yeah, ja. Yeah. So, es heißt bei mir eine Playdate. Du willst ein Playdate haben, dann komm und wir spielen zusammen. Du nennst deine Coachings oder Seminare Soul Food Seminare, also Seelennahrung. Ja, yeah, genau. Du weißt, was Soul Food ist, oder? Nahrung für die Seele, ja. Ja, und es hat eine Doppelbedeutung. Soul Food kommt aus USA, aus der südliche Teil vom USA. Georgia, Mississippi, Texas, Alabama, Louisiana. Und Soul Food war immer an Sonntage, wenn man aus der Kirche kommt, hat man ein ganz tolles Fest. Und das heißt, die ältere Leute, die Tantis, die ältere Tantis, Oma, alle die ältere Frauen waren in die Küche und haben ganz in der Früh angefangen zu kochen. Und als Kind ist man wach geworden, weil die Küche so gut gerochen hat. Man hat seine Lieblingsessen gerochen vom Oma oder die Lieblingstante oder so. Und die haben immer mit Liebe gekocht. Und die Kinder, als die in die Kirche gegangen sind, die haben nur gesagt, bitte, lieber Gott, lass der Pfarrer nicht so lange reden heute, damit wir gut essen und wir schnell nach Hause gehen können, um zum Essen und es alles zu genießen. Und das war immer Soul Food, weil wenn wir wieder nach Hause gegangen sind, zum Weihnachten, zum Thanksgiving, zum Neujahr, einem Geburtstagsfest, ein Jubiläum, ein Hochzeit, egal was es war, hat immer genau die älteren Damen gesagt, na Baby, what you want me to cook for you? Das bedeutet auf Deutsch, Schatzi, was soll ich für dich vorbereiten? Auf was hast du Lust? Und dann hat sie das immer gemacht. Und sie war ganz stolz, weil wir das immer aufgegessen haben, weil es so lecker war. Immer eine Kaloriebombe. Aber das war egal, weil das war Essen für die Seele. Und du bist gegangen, aber du bist gegangen mit diesem Gefühl von unconditional love. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Bedingungsloser Liebe. Bedingungslose Liebe. Und das ist Soul Food. Okay. Deswegen, dass ich meine Firma Soul Food genannt habe. Okay. Dann sind deine Coachings Nahrung für die Seele ohne Kalorien sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber die sollen trotzdem gehen und es ist so, ich weiß nicht, ob du das bestimmt gemacht hast, irgendwann in deinem Leben, du hast irgendwie eine bestimmte Coach oder Lehrer oder so, und die haben dir so viel gegeben, du warst nicht bereit zu gehen. Die mussten dich mehr oder weniger rauswerfen, weil du wolltest immer eine zweite Portion, eine dritte Portion, eine vierte Portion haben. Und deswegen ist es Soul Food, weil ich möchte auch, dass wenn die Leute mit mir fertig sind, das Playdate kommt zu Ende, dass die doch nicht gehen möchten, aber die müssen gehen. Und das ist das, ja. Yeah. Soul Food.
Jetzt gibt es ja wirklich viele Wege zur Befreiung. Für mich bedeutet befreit sein, wirklich bei mir selber angekommen zu sein und mein Inneres nach außen zu tragen und zu leben. Ja, genau. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Zugänge dazu. Und ja. ein Zugang ist ja das Stimme, die eigene Stimme, das Gefühl. Es gibt einen rationalen Zugang, aber auch einen Herzzugang. Und was würdest du denn sagen, wie kann mir denn die Stimme helfen, mich selber zu entdecken? Die Stimme ist eine, meiner Meinung nach, ein sehr wichtiges Instrument, damit wir jede Mensch in unserem Leben erreichen kann, sollen, müssen. Okay, so erstmal habe ich eine Frage. Was denkst du über deine eigene Stimme? Was ich über meine eigene Stimme denke? Ja. Yeah. Oh, ich liebe meine Stimme. Okay, well, good. Du warst irgendwie so erstmal so, oh, ich liebe meine Stimme. Und das ist, ich höre so oft Leute, die sagen oft, oh, ich hasse, wenn ich eine Conference Call habe. Ich hasse meine Stimme zu hören. Ich hasse. Und ich habe angefangen zu sagen, meine Stimme ist meine allerbeste Freundin. Ich werde sie nie beleidigen. Ich werde sie nie kritisieren. Ich werde sie immer lieben. Ich werde sie immer aufwärmen. Ich werde sie immer pflegen. Und ich werde immer Spaß mit ihr haben. Ja, die ist meine beste Freundin. Und ich denke oft, wir sind in unserer Umgebung, es gibt Leute, die uns überzeugt haben, dass unsere Stimme nicht gut genug ist. Manchmal kommt es aus der Kindheit, aus der Schulzeit, hat eine Lehrer oder Lehrerin gesagt, lass es, meine Liebe, das solltest du nicht singen. Lass es doch. Und dann wir tragen es unser ganzes Leben lang und wir denken, meine Stimme ist nicht gut genug. Das ist schade. Und ich sage immer, fang an, deine Stimme zu betrachten wie deine allerbeste Freundin. Und dann hörst du auf, über sie zu beklagen, über sie nicht ernst zu nehmen. Du willst lieber anfangen, eine Beziehung aufzubauen mit deiner eigenen Stimme. Und je mehr, wie du das magst, je mehr wird die Stimme rauskommen und dir zeigen, wie viele schöne Klänge, die du hast, die in deinem Körper, die leben in deinem Körper und die warten rauszukommen. Aber die meisten Menschen benutzen nur, meiner Meinung nach, 20 bis 25% von der ganzen Stimme. Und es gibt so viel mehr drinnen, aber die haben Angst, das zu hören. Oft, wenn sie irgendwas hören, die erstes Mal beim Playdates, die sind geschockt und die stoppen. Oh! Und dann ich sage, oh, hast du was entdeckt? Ja, was war das? Ich sage, das ist ein Teil von deiner Stimme. Oh! Willst du es nochmal hören? Ja! Nochmal zu spielen. So, ja. Sehr, 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 sehr wichtig. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt jemand bin, wie du eben sagst, die ihre Stimme nicht mag, yeah. Vielleicht weil ich eine Vorstellung habe, wie sie zu sein hat, sie aber nicht so ist, vielleicht ist sie zu leise oder zu kieksig. Und wie kann ich denn, soll ich jetzt unter der Dusche singen oder wie kann ich denn? Unbedingt. Ich habe drei tolle Tipps, dass ich auf den Weg gehen kann. Erstens ist es, steh ein bisschen früher auf und wann du kannst, geh in Sport. Weil mit Sport geht der ganze Blut überall, ja, dann wird man aufgewärmt. Das ist eine tolle Reaktion für die Stimme. Die Stimme liebt das. Ich probiere so oft wie möglich, wenn ich kann und ich in München bin und ich habe einen Vortrag, ich gehe oft in Sport eine, zwei Stunden früher, damit meine Stimme wirklich aufgewärmt ist. Und es ist so ein ganz tolles Gefühl. Zweitens ist es, vermeide Kaffee zu trinken, bis der Gespräch vorbei ist. Dann kannst du so viel trinken, wie du willst. Was kann sein? Oft Kaffee trocknet die Stimme aus. Und drittens ist es, ich habe das von einer, diese Tipp bekommen, lange, lange her von einer Chansonsängerin. Und sie hat mir das beigebracht,
nimm einen Apfel, ein Pink Lady, sollte es sein, mindestens definitiv eine rote Apfel, nicht grün, weil die Grüne sind zu säuerlich. Das Apfel schälen und immer wieder Stückchen essen. Und das ist wie, wenn man für die Stimmbänder, man nimmt ein ganz tolle Handcreme, aber man gibt das Handcreme für die Stimmbänder. Und dann ist es, dann bleibt die Stimme feucht. Die Stimmbänder feucht. Was mich jetzt noch persönlich interessiert, du meintest, sie soll aufgewärmt werden. Ja, immer. Immer. Es ist ganz interessant, besonders im Business, wie ich es gemerkt habe, die meisten zum Beispiel, reden wir über nur die Athleten, ja? Wir haben jetzt gerade, wie heißt es, it's not World Cup, aber diese Soccer-Dings, die wir haben jetzt momentan. Europameisterschaft, ja. Danke. Und genau die Fußballspieler gehen auf dem Feld und spielen ein bisschen. Die spielen mit ihren Füßen, die spielen mit ihren Händen, die aufwärmen, ja? Das heißt, jeder Athlet geht und wärmt seinen Körper auf. Aber wir im Business denken nicht, dass wir unsere Stimme aufwärmen sollen. Und dann wir denken, warum kann ich mein Publikum nicht erreichen? Warum kann ich die nicht schnappen? Warum kann ich die nicht knacken? Und es ist oft, weil wir probieren ziemlich hart, die ersten 4, 5, 6 Minuten ein Kontakt, irgendwie eine Verbindung zu stellen. Aber wenn die Stimme aufgewärmt ist, ist es viel leichter. Das ist das, was ich gelernt habe. Und interessant ist es, Sängern, Opernsängern, Schauspielern, alle die Leute, die in Kunst arbeiten, wissen ganz genau, ich muss mindestens 5 bis 8 Minuten lang meine Stimme aufwärmen. Das heißt, ich mache dann, ich singe dann Tonleitern zum Beispiel. Ja, Tonleiter oder das Beste ist es ganz easy. Mach das irgendwie so 10 Minuten lang oder zu deinem aller Lieblingslied. Und mach das 10 Minuten lang und dann boom, ist die Stimme warm. Und wie wissen wir, wann es warm ist? Man unterschluckt seine eigene, auf Englisch, wir sagen Saliva. Spucke ist nicht ein nettes Wort, aber das ist die einzige, was ich sagen kann. Und die Spucke geht, husch, es geht wie eine Rutsch unter. Dann weiß man ganz genau, okay, meine Stimme ist aufgewärmt. Oh, super. Ja. Yeah. Super. Gut. Großartig. Ja. Sag mal, wenn man jetzt seine Stimme entdeckt und sich auch mal traut, eben rauszulassen, die Kraft, die da drin steckt, hat das was mit das Trauen, was mit Urvertrauen zu tun? Was fängst du mit diesem Begriff an, du persönlich, mit dem Begriff Urvertrauen? Erklär mir bitte, was, das wollte ich googeln, ich muss beichten, hatte ich keine Zeit dazu googeln, dieses Urvertrauen. Was meinst du ganz genau davon? Ah ja, das heißt, Vertrauen, jetzt weiß ich gar nicht. Oder Vertrauen weiß ich, aber du hast gesagt Urvertrauen. Ur, ja. Das ist heißt, was von hinten ist, oder? Gut. Genau. Das ist das, was wir, man sagt ganz allgemein, mit der Geburt, jeder bekommt es mit, dieses Vertrauen in das Leben. Das alles, dass ich gut bin und richtig bin, dass das Leben gut ist und richtig ist. Und inwieweit spielt das eine Rolle für uns auf dem Weg, uns zu trauen, wir selber zu sein? Das wollte ich von dir wissen. Auf deinem Weg vielleicht. Wie hast du es denn geschafft? Hast du scheinbar dieses Urvertrauen, dass du deinen Weg immer gegangen bist? Es hat lange gedauert, es zu akzeptieren, was ich bekommen habe. Obwohl als Kind, ich habe es gewusst. Und was ich in diesem Land zum Beispiel,
ich glaube, es gibt viel mehr, ich glaube, es gibt viel mehr Kinder, die wahrscheinlich in Kunst einsteigen möchten. Sänger, Schauspieler, Opernsänger, Fotograf, Malen, wie auch immer. Und die fangen an, sehr jung, das ihre Eltern zu zeigen. Es gibt immer kleine Zeichnungen davon. Aber wenn es an die Stimme geht zum Beispiel, die Kinder fangen an wirklich zu singen. Ja? Und die Eltern sagen immer, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Und die probieren das ganz jung zu stoppen, statt das Kind sich seine eigene Stimme entfalten zu lassen. Und das hatte ich auch in meiner Umgebung als Kind. Aber Gott sei Dank, ich habe immer diese kleine Stimme zugehört und habe trotzdem weitergemacht. Aber wenn ich sagen könnte zu den Leuten, die draußen hören, wenn ihr kleine Kinder habt und das Kind fängt an zu singen oder malen oder so, wir sollen das nicht kritisieren und sagen, oh, das könnte besser sein oder das ist eine falsche Note. Oder deine Linie, die du gerade gemalt hast, ist nicht perfekt. Wir müssen aufhören, perfekt in das Kind einzubauen, in die Seele einzubauen. Und stattdessen sollen wir anfangen zu sagen, oh, darf ich noch ein Bild haben? Machst du noch ein Bild für mich? Singst du noch ein Lied für mich? Tanzst du noch ein Schritt für mich? Machst du, schießt du noch mit einer Kamera noch ein Bild für mich? Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Das ist der Unterschied. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Meine beste Freundin, die ist Mama von 4 Töchtern. Das dritte Kind hat nie für ihre Flasche geweint. Die ist immer in der Früh zu ihren Eltern gegangen, hat auf dem Bett gehockt und hat jeden Morgen einen neuen Lied gesungen, wie sie aufstehen sollen und ihr Flaschen zu geben. Jeden Morgen! Jeden Morgen! Dann habe ich zu meiner besten Freundin gesagt, wenn sie alt genug ist, dann müssen wir anfangen, Gesangsunterricht zu geben. Aber das Kind sagt dir jetzt schon, dass in ihr Seele ist reingestampelt, and this child shall sing. And dance. Jetzt, die singt, und die singt nicht Kinderlieder, ich unterrichte sie gerade, die singt Sachen wie Night and day, you are the one, only you, beneath the moon, and under the sun. And die singt genauso. Und die ist nur, ich bin gerade 9 Jahre alt. Wow. So, verstehst du, was ich meine? Ja. Und wenn wir das sehen, weil die Kinder zeigen uns das sehr jung. Und unsere Aufgabe als Eltern oder Leute, die das Kind fordern sollen, müssen, wir dürfen das nicht ignorieren. We have to react. Noch was. In den USA zum Beispiel, mit den älteren Tantis und Omas und so weiter, wenn die Kinder fangen an zu singen, egal wie schlecht das Kind singt, die sagen, come on, baby, sing it, yeah, baby, yeah, come on, give me mehr, come on, yeah, woohoo, yeah. Die fort, denn das Kind ist, ja, yeah, okay, hier bin ich, ja. Und damit diese Talent sich zeigen können. Und hier, wir probieren, die Kinder zu zeigen, dass sie perfekt sein müssen. Das ist der Unterschied. Ich hoffe, dass ich deine Frage gut beantwortet habe. Ja, genau, das ist der Unterschied, dass wir versuchen, eine Form zu geben, anstatt die Form sich entfalten zu lassen, die schon drin ist. Eben. Ja. Weil der Form ist schon da. Es ist schon da. Wir müssen es einfach akzeptieren und fragen, wie kann ich deine Form, dein Talent, deine Gabe, wie kann ich dich unterstützen, es rauszukommen und mehr mit uns zu spielen? Und wir sollen aufhören, wirklich genau zu kritisieren. Es ist nicht richtig. Ja?
Und das ist genau manchmal die Leute, die ich bekomme später für meine Playdates, die Erwachsene, weil irgendeine Lehrer oder Lehrerin oder Bruder oder Schwester oder irgendjemand hat denen gesagt, in einem jungen Alter, vergiss es, es ist nicht deins. Aber trotzdem, die wollten sich entfalten lassen, die wollten spielen damit, die wollten es lernen, die wollten es kennenlernen und haben nie die Chance bekommen. Dann kommen sie zu mir, dann gibt es Tränen, weil sie fangen an, wirklich das zu entdecken. Und die sind sowas von glücklich. Komisch, oder? Ja, finde ich gar nicht komisch, weil ich glaube, die Stimme, die bringt dich so tief in Kontakt mit dir selber. Ja, und nicht mit dir selber, sondern mit deiner ganzen Umgebung. Deine Stimme, der Klang zu deiner Stimme kann jemand Freude geben oder beleidigen. It's up to you. Aber mein Ziel ist immer, die Freude zu geben, zu teilen, auf den Weg zu gehen, geben. Und es ist unsere Stimme. Ja. Stimmt, sie ist immer da. Sie ist eigentlich immer da. Das ist das immer. Erste Mittel. Ja. Zur Kommunikation, das zweite Mittel. Das erste ist nonverbal, aber das zweite ist dann letztlich die Stimme, die, mit der wir uns durchs Leben bewegen. Ja, ja. Ich sage immer, die Stimme kann jede Seele beruhigen und Freude geben, wenn wir das möchten. Ich liebe es, mit meinen Kunden mit deren Assistentinnen anzurufen und einfach mit meinen Spielern am Telefon mit denen zu spielen, damit sie lachen können. Und die liegen auf und die denken, die Frau Howard, die ist verrückt. Aber ich habe trotzdem eine Freude verbreitet für mindestens einen Tag. Und die Assistentinnen dürfen und können lachen den ganzen Tag und der Kopf schütteln. Und viele von meinen Managern sagen, Liz, was haben Sie mit meinen Assistenten gemacht? Egal, wenn du anrufst, lieber, die Frau Howard ist am Telefon. Sie muss mit Frau Howard reden. Und wieso? Weil ich immer diese Freude geben möchte. Das ist sehr wichtig. Sag mal, was hat dich denn auf deinem Weg nach Deutschland geführt überhaupt? Ich glaube, es ist mein Schicksal. Ich habe oft gefragt, warum nicht Paris oder England oder Holland, ja, wo mindestens mehr Schwarzen sind. Aber ich glaube, das war einfach mein Schicksal, die Deutschen zu inspirieren, dass sie nicht immer perfekt sein müssen, ihr ganzes Leben lang. Und das Leben ist viel zu kurz, keinen Spaß zu haben. Und auch ihre eigene Leidenschaft zu finden, entdecken und leben. Und ich glaube deswegen, dass die Universum hat mir hierher geschickt, genau um die Deutschen zu motivieren und zu sagen, come on, es ist Zeit, Spaß zu haben. Mhm. Wir lassen der Vergangenheit und wir fangen eine neue Vergangenheit an. Und zwar mit Spaß, mit Liebe, Spielen, Kreativität. Und ich muss nicht jedes Mal perfekt sein. Alle meine Kinder sagen immer, weil ich sage immer, do you have to be perfect? No. Tell me. I don't have to be perfect, Liz. I don't have to be perfect. Genau mit meinen Erwachsenen. Ich sage immer, musst du perfekt sein? Nein. Musst du perfekt sein? Nein. Damit dieser Stein fallen kann und dass die anfangen können, selber zu spielen. Also zu spielen, wir können erst zu spielen anfangen, wenn wir uns nicht bewerten. Eben. Also kritisieren gehört bei mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kritisieren ist so streng da draußen. Und ein Playdate hat überhaupt nicht mit Kritisieren zu tun. Es hat mit Kreativität und entfalten lassen und Spaß und Lachen und wie weit können wir gehen und dass wir unsere eigene Seele von drinnen kitzeln können. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Kritik. Oder perfekt. Hier ist eine Frage. Was bedeutet eine perfekte Stimme? Was ist das?
Und warum muss es so sein? Was bedeutet das, perfekt? I don't know. Perfekt hat mich immer crazy gemacht, hat mich nervös gemacht, hat mich aus dem Bahn geworfen, hat meine Freude geklaut, hat meine Stimme geklaut, hat mich abgehalten von alles, was ich erleben wollte, möchte. Dann habe ich gesagt, forget perfect, vergiss es. Forget perfect, I like that. Der neue Slogan. Ja, ja, forget perfect, ja. Yeah. Yeah. Ja, du sagst das so leicht, dann habe ich beschlossen, forget perfect. Ja, yeah, forget perfect, forget it. Du hast dich einfach getraut, zu sein. Genau, genau, genau. Ja. Das ist immer die große Schwierigkeit, sich zu trauen, dieser leisen Stimme in sich selber zu vertrauen. Ja. Dass sie recht hat. Wie oft, wenn wir das ignorieren und wir gehen links statt rechts und diese kleine Flüster sagt, geh rechts, geh rechts, geh rechts, geh rechts. Und wir gehen links und dann gibt es nur Probleme, Schwierigkeiten, Stress. Und dann wir sagen, oh, warum habe ich das nicht zugehört? Ich habe das Gefühl, ich habe gewusst, dass ich das tun muss und wir haben es nicht gemacht. Dann müssen wir zurück, ja, rückwärts und dann rechts gehen. Und dann ist es aber alles, fällt sich genauso, wie es sein sollte. Das heißt, wenn ich es schaffe, meiner inneren Stimme zuzuhören und zu folgen, dann habe ich auch viel, viel weniger Probleme in meinem Leben. Kann man? Absolut. Absolut. Viel weniger Probleme. Und du willst mehr Freude erleben. Ja. Wir müssen jeden Tag lachen. Jeden Tag sollen wir lachen. Jeden Tag. Das ist so schön, dass du bringst so viel Sonne nach Deutschland. Ja! Siehst du? Mein Schicksal, es ist einfach mein Schicksal. Ich muss hier sein. Also, ich habe oft gefragt und die Universum hat gesagt, ja, aber du kannst so viel geben mit deiner Stimme. Du kannst so viel geben mit deiner Klänge. Du kannst so viel geben mit deiner Freude. Du kannst so viel geben. Und ich sage, okay, okay, let's have some fun. Ja. Ja. Und der Erfolg gibt dir natürlich recht. Ja. Du erreichst sehr, sehr viele Menschen damit. Und ich habe ein Interview einmal gesehen mit Ray Charles. Und Ray Charles hat gesagt, das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich gedacht, okay, that's it. Ray Charles hat gesagt, wenn sie mich gefragt hätten, ob ich das umsonst machen würde, hätte ich gemacht, weil ich liebe meinen Job. Ich liebe, was ich tue. Und dann habe ich gedacht, oh my God, that's it. I love, 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 love my job. I love my job. Love my job. Yeah. Yeah. And so was the sign, yeah? Dann ist es die größte Freiheit, letztlich in seinem Leben genau das zu tun, was man liebt. Yeah, yeah. Und viele Leute trauen sich nicht. Und oft Leute fühlen, die glauben, okay, ich bin zu alt, meine Leidenschaft zu verfolgen. Aber das ist Quatsch. Man ist nie, nie zu alt. Kennst du, wie heißt diese Serie? Der ist jetzt nicht mehr am Fernsehen. Desperate Housewives. Mhm. Die Nachbarin, Entschuldigung, die zu, ich glaube, Lynette gespielt hat, die war eine ältere Frau. Die hat mit knapp, ich glaube, Mitte 50 oder 59 angefangen, ihre Leidenschaft zu verfolgen. Sie wollte Schauspielerin sein. Die ist jetzt gestorben mittlerweile, aber sie hat sich einfach die entschlossen gemacht und hat getan und gesagt, okay, jetzt werde ich anfangen, Schauspielerin zu sein. Und sie war total erfolgreich und hat in einer Top-Serie gespielt. So, dann habe ich gedacht, okay, man ist nie zu alt, seine Leidenschaft zu verfolgen, um sich zu ernähren, das Geld zu verdienen und Spaß zu haben gleichzeitig. Das Leben ist viel zu kurz. Und wenn man nicht glücklich ist und macht irgendwas nur, um das Geld zu verdienen, schade.
Schade eigentlich. Aber hier herrscht, hier, gerade hier herrscht ja so die Meinung, dann, wenn es Spaß macht, darf es kein Geld kosten. Die Arbeit. Das ist Schmarrn. Das ist Schmarrn. Man kann beides machen und das ist genauso, wie ich gesagt habe. Wenn wir gekommen sind auf diese Erde und sag mal, für die Leute, die das glauben und für die Leute, die das nicht glauben, I'm sorry, aber ich glaube, wir sind gekommen mit einer ganz tollen Aufgabe, worauf wir Spaß haben können und gleichzeitig unser Geld verdienen sollen. Hauptsache, es macht uns Spaß. It has to bring us joy. Der Autor von Chicken Soup for the Soul, du kennst dieses Buch, der war total erfolgreich. Chicken Soup for the Soul. Der Titel sagt immer, if it ain't fun, don't do it. Und ich lebe bei diesem Motto. If it ain't fun, don't do it. Wenn es keinen Spaß macht, lass es. Lass es einfach. Das macht mir echt Mut. Ja, genau. Ja. Gut, meine Liebe. Ich hoffe, dass ich alle deine Fragen beantwortet habe. Ich danke dir von großem Herzen, Liz. Das war fantastisch. Okay. Tolle Energie. Und genau das ist das Richtige für mich. Gut. Für alle, die anfangen wollen, egal in welchem Alter, ihre Träume zu verwirklichen. Ja, yeah, absolut. Absolut. Und es ist immer möglich. Und die beste Tipp, das ich geben kann, diejenigen, die zu dir jetzt sagen, in deinem Leben jetzt, lass es. Es ist nicht für dich. Du musst sie loslassen. Du musst sie mit Freude wegschicken, aber du musst sie loslassen. Weil ich habe auch, was ich wirklich in meinem Leben gelernt habe, ist, Leute, wenn sie deinen Traum kaputt machen möchten, bedeutet es oft für diejenigen, die das kaputt machen möchten, die haben selber Angst, ihr eigenen Traum zu verwirklichen. Und wie kann ich, wenn ich dich stoppe, deinen Traum zu erfüllen, dann brauche ich keine schlechte Gewissen, weil ich meine eigene nicht verwirkt habe. Wir müssen sie loslassen. Ja. Stimmt. Weil nur die positive Energie bringt uns in dem Fall weiter. Ja. Ja. Genau. Wunderbar, Liz. Liebe Liz, ich wünsche dir alles Gute und danke dir von Herzen. Danke. Dafür. Okay. Aber wir sehen uns irgendwann irgendwie. Auf jeden Fall. Wie kann man dich denn erreichen, wenn ich jetzt beschlossen habe, ich möchte mit dir zusammen meine Stimme entdecken und herausbringen? Wie finde ich das? Wie komme ich in Kontakt mit dir? Über deine Internetseite oder noch anders? Ja, ich hoffe, dass du das posten könntest unter unserem Video. Es ist soulfoodseminars.com. Soulfood-seminars.com Liz Howard. Oder man kann mich einfach googeln unter Liz Howard Soul Food Seminars. Dann kann man sofort auf meine Website. Sofort schick mir einen Kontakt, irgendwas. Und ich tue mein Bestes, so schnell wie möglich zu antworten. Okay. Und du machst auch Einzelcoaching, oder? Mag ich, ja. Ah, okay. Super. Nicht Einzelcoaching, Einzelplaydates. Ah, Einzelplaydates, natürlich, ja. Ich glaube, Coaching ist irgendwie, viele machen Coachings und das ist okay. Aber ich sage nur Playdates, weil es ist so wichtig für mich, dass wenn die Leute kommen, die denken nicht, oh, jetzt geht's los mit einem Coaching, oh, oh, oh. Ich möchte sagen, oh, ich habe ein Playdate mit Liz, ein Playdate. Yeah. Und dann kommt man halt mit einer anderen, mit Freude und ein total anderes seelisches Gefühl, denke ich mal. Ja. Yeah. Klar, das nimmt den Ernst und den Druck und die alles weg. Neugier dann. Ja, yeah. Wir spielen. Es ist ein Playdate, ja. Yeah. Dankeschön. Ja. Dankeschön, dass ich heute mit dir spielen durfte. Ja, bitte, bitte. Ich bedanke mich für ein ganz tolles Interview. Dankeschön für die Einladung.